Einem Hund das Jagen zu verbieten, ist, als würde man Fischen verbieten zu schwimmen. Immer wieder kommt die Frage, wie bekomme ich es hin, dass mein Hund nicht mehr jagt? Oder irgendwelche Trainingsangebote, womit Anti-Jagd-Training geworben wird. Alleine den Namen finde ich total fehl am Platz. Wenn man sich für einen Hund entscheidet, dann entscheidet man sich für einen Jäger. Es ist ein natürliches Bedürfnis für den Hund, jagen zu gehen. Ganz schlimm finde ich das bei Rassen wie Weimaraner, Wischler oder anderen Jagdhunden, denn gegen einen supernatürlichen Instinkt, auf den diese Hunde nun mal selektiert wurden, gearbeitet wird. Aber auch bei allen anderen Hunden gilt, der Hund hat ein jagdliches Bedürfnis. In meinem Mitgliederbereich geht es diese Woche rund ums Thema Jagen und Ersatzjagd. Bei einer Ersatzjagd arbeitet man nämlich nicht gegen das Bedürfnis, sondern mit dem Bedürfnis des Hundes zu jagen und bringt das in Kooperation mit dem Menschen. Es ist ein vollwertiger Ersatz und gleichzeitig bindungsfördernd.